Um einen Konflikt geht es derzeit zwischen dem Sozial- und Gesundheitssprengel Außerfern und dem Land Tirol. Und dieser Konflikt hat sogar dazu geführt, dass jetzt eine Geschäftsführerin zur Anklage gebracht wird. Im Herbst des vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Inhalt dieser Ermittlungen ist, dass der sozialen Gesundheitssprengel Außerfern Leistungen gegenüber dem Land abgerechnet haben soll, die teilweise nicht ganz richtig waren. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft vor mehreren Monaten Ermittlungen aufgenommen hat. Hintergrund dieser Ermittlungen ist, dass man der Geschäftsführung des sozialen Gesundheitssprengels vorwirft, dass Abrechnungen gegenüber dem Land nicht regelkonform durchgeführt wurden. Hier hat das Land in der Folge auch für sich einen Schaden festgestellt. Und das ist jetzt Inhalt dieser Ermittlungen oder schlussendlich jetzt auch Anklageschrift. Wie ist es passiert, dass diese Abrechnungen nicht richtig getätigt wurden? In einem kleinen Bereich unserer Abrechnung hat die Geschäftsleitung Pauschalierungen vorgenommen gegenüber dem Land. Also diese Abrechnungen betreffen nur das Land. Und innerhalb dieser Pauschalierungen hat man festgestellt, dass die nicht ganz regelkonform sind. Wir hätten also nicht pauschaliert in diesem Bereich abrechnen dürfen. Wir reden von einer Summe, damit man Relation hat, von rund 6% der Summe, die wir in diesem Zeitraum vom Land Tirol erhalten haben. Um diese Summe wird diskutiert. Wie hoch ist konkret die Summe? Die Summe, die das Land festgestellt hat, sind 366.000 Euro. Das ist der Schaden, den das Land im Moment für sich berechnet hat. Wir wollen betonen, wir haben diese Summe vorbehaltlich einer rechtlichen Klärung bereits an das Land zurücküberwiesen, weil wir sagen, wenn wir irgendetwas nicht rechtmäßig erhalten haben, dann steht uns das nicht zu und wir wollen das auch wieder gut machen und haben deshalb einmal noch vor der rechtlichen Klärung diese Summe bereits zurückgezahlt. Es gibt dabei jetzt zwei Ansätze, die jetzt im Nachhinein uns vorgeworfen werden, dass wir das zu Unrecht gemacht haben. Der erste Ansatz ist unsere Tätigkeit bei der Palliativversorgung. Ich bin deswegen zu diesem Thema näher reingegangen, weil die Entstehungsgeschichte ja zum Teil auch von meinem Wissen aus praktisch gestartet worden ist. Eben speziell diese Abrechnung der Palliativversorgung, die ja dort 2016 begonnen wurde, ist jetzt eine Zeit eigentlich begonnen worden, wo unsere Geschäftsführerin noch gar nicht bei uns tätig war. Ja, da habe ich den Verein nach außen hin vertreten und war eben bei diesen Besprechungen, wie soll man die Palliativversorgung initiieren einerseits, das war ein Riesenproblem im Bezirk Reutte zu der damaligen Zeit, und eben wie dieses Abrechnungssystem funktionieren sollte. Sie haben ja unter anderem auch ein bisschen bekrittelt, dass das Land nicht schon früher dazu Stellung genommen hat, beziehungsweise auf diese Missstände, möchte ich mal sagen, aufmerksam gemacht hat. Stimmt eindeutig, denn man muss sich bewusst sein, da werden ja riesen Geldsummen zwischen den Sprengel und dem Land Tirol transferiert. Also ich finde, da gehören einfach Kontrollrechte, die das Land auch nutzen muss, die gehören einfach daher, weil es ist so, die Abrechnungen, die wir reingeschickt haben, die wurden Korrekturen geschickt, 100 Euro zu viel, 100 Euro zu wenig verrechnet, das haben sie dann. Also man kann daraus ableiten, ich als Sprengel habe ja eine Kontrolle gehabt, weil hin und da mussten wir kleine Beträge eben nachzahlen. Gell? Dass es aber ein Faktum ist, und das ist eigentlich auch in der Richtlinie festgeschrieben, dass das Land die Kontrolle wahrzunehmen hat, das ist aber nicht erfolgt. Die letzte Kontrolle im Bezirk Reutte war im Jahr 2013, also vor 7 Jahren. Gell? Wäre eben eine Kontrolle gewesen, hätte man diese vermeintlichen falschen Abrechnungen, ich möchte es mal so bezeichnen, hätte man das entdeckt und hätte gesagt, hallo, lieber Sprengel, so könntest du das nicht machen, und man hätte es richtig gestellt. Also wir als Verein haben diese Kontrollen sehr wohl wahrgenommen. Also wie es ein Verein rechtlich vorgeschrieben ist, wir haben jedes Jahr eine Bilanz erstellt. Diese Bilanz wurde von der Generalversammlung einerseits einmal genehmigt oder nicht genehmigt, nachdem sie von einem Wirtschaftsprüfer, von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüft worden ist. Also vereinsrechtlich die Kontrolle haben wir sehr wohl wahrgenommen. Natürlich in das Tagesgeschäft hineinzuschauen, das ist jetzt für einen oben und Stellvertreter und Kassier ein Riesenaufwand, das so nicht machbar ist, weil dann brauche ich ja auch nicht der Geschäftsführer bestellen, wenn ich alles selber machen soll. Ja, grundsätzlich muss man mal sagen,
Man muss die Sachen natürlich einmal analysieren und schauen, welche Fehler passiert sind. Das haben wir auch gemacht. Es wird jetzt sozusagen auch entsprechend, Änderungen hat es gegeben, es wird entsprechend korrekt jetzt abgerechnet. Wobei man auch sagen muss, man kann bis heute noch nicht sagen, welcher Schaden ist denn wirklich entstanden. Weil diese Pauschalierungen, die von der Geschäftsleitung vorgenommen worden sind, ja auch einen Hintergrund gehabt haben. Ja? Aber letztendlich, dem Verein geht es nach wie vor gut. Wir sind auf soliden, sicheren Beinen und die Arbeit an den Klienten, und das ist ja auch das Wichtigste, das kann weiter passieren. Die Mitarbeiter haben einen sicheren Arbeitsplatz. Und wir werden auch weiterhin an Projekten wie hier im Ehrwald, wo man sozusagen die Tagespflege letztes Jahr sozusagen errichtet hat, im Bezirk arbeiten und schauen, dass wir die finanzieren können. Sie haben gesagt, der Verein steht nach wie vor auf sicheren Beinen, guten Beinen, finanziellen Grundlage, so quasi. Was ist jetzt der Jahresumsatz vom SGS? Der Jahresumsatz, die Betriebsleistung liegt bei rund 1,8 Millionen Euro. Und da sieht man schon, wenn man jetzt den Schaden, den was man jetzt sozusagen im Raum stellt, man sieht ja 366.000 hat das Land berechnet, das geht aber auf 5 Jahre. Und wenn man das dividiert durch 5, dann liegt der Schaden, sage ich mal, irgendwo bei 80.000, 85.000 Euro pro Jahr. Wenn man das in Relation sieht zu unserer Betriebsleistung, zu unserem Umsatz, dann sieht man schon, dass wir haben es zuerst eh schon besprochen, es sind rund 6% der Gelder, die was wir vom Land Tirol bekommen haben. Und das sind jetzt sozusagen schon große Summen für uns. Aber der Verein und vor allem auch die Geschäftsführung hat seit Jahren sehr, sehr gut gewirtschaftet, wirtschaftlich sehr nachhaltig gearbeitet. Wir haben die Projekte immer dann sozusagen angegangen, wenn wir auch das Geld dafür schon verdient gehabt haben. Und so gesehen ziehen wir jetzt auch in schweren Zeiten die Früchte des guten Arbeitens der letzten Jahre. Was ist denn so in den letzten Jahren passiert, beziehungsweise was hätte man für die Zukunft für Pläne? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ja ganz ein wichtiges Thema für uns die Tagespflegen in den Regionen sind. Man hat sozusagen Tagespflegen aufgebaut hier in Ehrwald, in Elbingalb, im Dannheimertal, in Grenoben. Und diese Tagespflegen kosten natürlich Geld. Da sind wir nicht in der Lage, das kostendeckend sozusagen zu betreiben, auch mit den Geldern, die was wir vom Land Tirol bekommen. Und wir investieren das Geld, das, was wir sozusagen verdienen. Wo man auch sagen muss, unsere Geschäftsleitung hat gerade seit dem Jahr 2016 auch die Prozesse gut überarbeitet. Die Einsatzzeiten werden wirklich sehr genau geplant bei uns. Es sind wenig Leerzeiten, man kommt mit einem guten Personalstand durch. Und das ermöglicht es auch, diese Dienste, die wir an der Allgemeinheit ja eigentlich sozusagen leisten, diese immer wieder weiter auszubauen. Und ich glaube auch, dass der SGS mittlerweile einen hervorragenden Ruf im Außerfern hat. Diese finanziellen Grundlagen, die was wir schaffen, sind auch die Grundlagen dafür, dass auch wenn jemand der Pflegefall wird, egal ob er in Pfaflar, in Kaisers oder in einem anderen abgelegenen Tal ist, von uns auch sozusagen abgedeckt werden kann. Ich möchte kurz als Vereinsvorstandsmitglied berichten aus Sicht der Gemeinden die Wertigkeit des sozialen Gesundheitssprengels. Wir haben auch früher, wo es den Verein eigentlich noch nicht so flächendeckend über den ganzen Bezirk Reutte gegeben hat, auch schon als Bürgermeister gewirkt und haben auch dort erfahren, wie schwierig das für die Gemeinden war, eigentlich solche Fälle, die wo, ja, gepflegt bzw. betreut werden müssen. Ja, kommen die Angehörigen, ja, Bürgermeister, was soll ich machen? Hast du einen Platz? Hast du einen Platz im Pflegeheim? Wie auch immer. Und das war sehr, sehr schwierig. Gott sei Lob und Dank hat man vor circa 10 Jahren den Gesundheitssprengel wirklich über den ganzen Bezirk Reutte drüber organisiert. Und seit dort bin ich auch dabei, involviert. Und muss wirklich sagen, dass das für uns Bürgermeister des ganzen Bezirkes, sprich ich da, eine große Erleichterung ist. Und wir können unseren Bürgern wirklich eine Antwort geben, wie sie mit dem Problem, das kommt ja oft den
über Nacht, das weiß man ja nicht, das lässt sich nicht programmieren, wie wir mit den Bürgern umgehen können. Wir haben eine Anlaufstelle, wo wir sie dahin verweisen können. Und das ist immer ganz sehr erfreulich und war sehr entgegenkommend, was die Birgit, eigentlich unsere Geschäftsführerin, wirklich da die letzten 5 Jahre, seit sie da bei uns ist, geleistet hat. Sie ist eine angenehme Person und hat wirklich das Bestmögliche für den Verein eigentlich gemacht, organisiert und umgesetzt. Und da steht der Vorstand voll und ganz hinter der Sache, dass da keine persönliche Bereicherung angedacht war, beziehungsweise auch keine Bereicherung für den Verein. Es ist einfach passiert. Aus Fehlern kann man sicher lernen. Also ich bin überzeugt und spricht da im Namen aller Bürgermeister, dass wir voll und ganz hinter der Geschäftsführung stehen und wir im Vorstand werden sie voll und ganz unterstützen und dementsprechend auch versuchen, dass sie weiterhin die Geschäfte führen sollen. Also das kann ich für uns alle wirklich absolut sagen. Es hat sich hier niemand bereichert. Wir sind ehrenamtlich tätig in diesem Verein. Diese Gelder, die wir angeblich zu Unrecht bekommen haben, waren 1:1 am Konto. Wir haben sie schon zurücküberwiesen. Und auch nach Überweisung dieser Summen steht der Sprengel gesund da. Er steht finanziell sehr gut da. Und der komplette Betrieb ist absolut gesichert. Es ist auch uns ganz wichtig zu kommunizieren, dass diese Abrechnung oder diese Diskussion nicht die Abrechnung mit den Klienten betrifft. Unsere Arbeit an den Klienten ist ungefährdet. Wir sind nach wie vor 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr da. Es betrifft also nicht die Arbeit hier im Bezirk mit den Klienten oder an den Klienten. Nichtsdestotrotz, gegen die Geschäftsführerin wurde seitens der Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Wie wird es weitergehen? Naja, die Anklageschrift wurde jetzt vor, glaube ich, rund 2 Wochen fertiggestellt. Diese Anklageschrift wurde dem Gericht übermittelt. Es liegt jetzt am Gericht zu entscheiden, ob es ein Gerichtsverfahren geben wird. Und dann wird man weitersehen. Wenn es dann ist, wird man sich damit auseinandersetzen.